Guten Morgen aus dem sonnigen Kemptal hier im Kanton Zürich. Herzlich willkommen zum AXSuite Webinar, zum Webinar zu unserer Schnittstellenlösung bei der AXEPT. Mein Name ist Michel Knecht. Ich bin Leiter Produktmanagement bei der AXEPT, verantworte da unter anderem auch genau das Produkt AXSuite und wird Sie heute als Moderator und Question Master durch das Webinar begleiten. Neben mir, der wichtigste Mensch, wenn es um das Thema AXSuite geht, darf sich gerade gerne selber vorstellen. Guten Morgen miteinander. Mein Name ist Reto Gähler. Ich bin in der Entwicklung tätig bei der Provis AG, wo eine Tochter ist von der Axept. Und ich bin dort vor allem auch mit den Schnittstellenproblematiken beschäftigt und hauptsächlich auch mit der Entwicklung von der AXSuite beschäftigt gewesen. Danke vielmals, Reto. Noch kurze Informationen, bevor wir jetzt zu den allgemeinen Informationen rund um die AXEPT und die AXSuite startet. Es soll eine interaktive Session sein, darum ist auch die Chat-Funktion aktiviert. Ihr dürft jederzeit Fragen rund ums Produkt oder auch allgemeine Fragen, Fragen zu Use Cases, die wir euch werden vorstellen, oder auch Fragen zu der Demo jederzeit stellen. Ich würde die zu gegebener Zeit direkt einfließen lassen oder falls es gerade nicht passt, würden wir sie dann einfach am Schluss sicher die wichtigsten Fragen noch wollen, beantworten. Es soll wirklich interaktiv sein, scheue euch nicht, Fragen zu stellen. Wir tun die nach bestem Wissen und Gewissen beantworten. So, bevor wir jetzt in die AXSuite einsteigen, für die, die uns noch nicht kennen, kleine Präsentation respektive Einleitung zu der AXEPT selber. Die AXEPT ist gegründet worden im 2006, ist an 4 Standorten in der Deutschschweiz tätig, hat jetzt mittlerweile doch schon über 160 Mitarbeiter, wo alle miteinander doch über 400 manuelle Erfahrung mitbringen. Wir dürfen schon über 2000 erfolgreiche Projekte verbuchen bei uns, haben über 1500 zufriedene Kunden. Wir vertreiben hauptsächlich natürlich Abacus, das in speziellen innovativen Lösungen, wie beispielsweise Branchenlösungen, wie eine AXS Bau, AXS Immo, AXS Care. Wir haben aber auch horizontale Lösungen, wie beispielsweise das AXS U, wo wir im Bereich Datenanalyse, Business Intelligence einsetzen, was eine eigene Lösung ist, basierend auf ClickSense mittlerweile, oder eben genau eine AXSuite, die uns ermöglicht, genau innovative Lösungen, innovative Systemlandschaften, wo integriert funktionieren, wo euch am Ende vom Tag soll den größtmöglichen Mehrwert bieten und euch den Arbeitsalltag erleichtern. Das Ganze bieten wir auch über Cloud an. Wir bieten natürlich auch mobile Lösungen, vor allem im Bereich Abacus an. So viel zu der AXEPT. Die meisten werden euch schon ein bisschen kennen. Jetzt aber zu dem, wo wir eigentlich der Grund darum, warum wir eigentlich da sind, das ist die AXSuite. Ich gebe euch da ganz eine kleine Einleitung, bevor nachher der Urvater von der AXSuite, der Reto, euch detailliertere Informationen wird können mitgeben, zu wie das sie funktioniert und auch wie das sie angewendet wird anhand von Beispielen und natürlich noch obligate Demo macht zu einem von diesen Use Cases. Was ist AXSuite? AXSuite ist unsere Schnittstellenlösung, unsere Datendrehscheibe. Sie dient zur zentralen Bewirtschaftung von allen Schnittstellen. Und das einfach und zuverlässig. Es geht darum, dass wir eine einfache Benutzeroberfläche haben, die ermöglicht, die Schnittstellen zu verwalten, die Protokolle einzusehen, zu schauen, was funktioniert, wie funktioniert es, was hat vielleicht mal nicht funktioniert und auch vor allem zu sehen, warum dass es dann vielleicht mal nicht funktioniert hat. Es gibt eine einfache Übersicht, welche Systeme hat man wie miteinander verbunden, welche Daten werden austauscht. Wir versuchen auch Mehrfachverwendung zu ermöglichen. Heißt, dass man Daten, die man vielleicht aus dem Abacus rauszieht und in mehreren anderen Systemen braucht, dass man das möglichst vereinheitlicht und nur einmal ausführt, was wieder Ressourcen spart und vor allem auch die Fehleranfälligkeit reduziert. Zu dem Zweck bedienen wir verschiedenste Technologien,
Wenn es um den Transport von diesen Daten geht, also geht es um das Thema, welche Datenformate das wir unterstützen, aber auch welche Transportprotokoll. Wichtig ist auch, DAXweit haltet selber auch Daten, tut sie auch zwischenspeichern. Das ermöglicht uns verschiedenste Funktionen, wie eine Schnittstelle mit Gedächtnis. Heisst, dass eine Schnittstelle weiss, was ist wann, wo, wie abgeholt wurde, wo habe ich es hergeschickt, was sollte ich vielleicht nicht nochmal schicken oder was sollte ich vielleicht eben genau nochmal schicken. Das sind alles Sachen, die DAXweit ermöglicht, mit all diesen verschiedenen Funktionen, die sie hat. Ich denke, das so als allgemeine Einleitung. Dann darf ich das Wort nämlich dem Reto übergeben, wo ich da einen tieferen Einblick übergebe. Wir würden gerade starten mit dem Programm-Icon. Kannst du? Jawohl, das ist so ein das Allerwelts-Icon, wo wir haben, wo ich zeigen soll, was DAXweit ist. Und auch ein bisschen ihre Bezeichnung Daten dreinschreiben, wie wir auch sagen, ein bisschen darstellen. Da sieht man auch, dass man möglichst viel Format über möglichst viele Kanäle wenn können in die DAXweit einlesen und auch wieder aus der DAXweit exportieren. Die Idee war eigentlich, weil wir gemerkt haben, dass es keine Standardschnittstelle gibt, wo man ein System direkt miteinander verbinden und zusammenhängen kann. Dann war die Idee, dass wir so wie eine Middleware machen, eine Schnittstellen-Middleware, wo wir Daten oder probieren, möglichst viel oder von möglichst vielen Orten können Daten zu importieren, in eine Datenbank, die wir in DAXweit drin haben, dort zu verarbeiten und dann wieder ein Zielsystem aufbereitet dann weitergeben. Das soll so ein bisschen die drei Scheiben da, darstellen. Gut, jetzt hier zu der allgemeinen Systemübersicht. DAXweit einerseits einmal ist ein Konfigurationstool und Einstellungstool, um die Schnittstelle konfigurieren und einstellen. Und dann gibt es noch einen Windows-Dienst, der dann vor allem für die Ausführung von den Schnittstellen zuständig ist. Und dann gibt es Einstellungen für zielgesteuerte Ausführungen. Es gibt Ordnerüberwachungen, die man kann einrichten kann, dass dann, wenn eine Datei auftaucht, dass die automatisch verarbeitet wird. Und noch eine Schnittstellenausführung kann man einen Mailversand einrichten, wo im Fehlerfall oder auch im Erfolgsfall den Status an eine Mailadresse kann schicken kann. Transportkanäle, sage ich mal, das sind so filebasierte Transportkanäle wie Dateisystem, FTP, FTPS. Und dann haben wir Webservice-Anbindungen, RESTful-Services, SOAP, Webservices und auch noch Datenbankanbindungen über ODBC. Datenformat haben wir die gängigen Austauschformate, sage ich mal, XML, CSV und JSON, die sicher die häufigsten Formate sind. Und dann Datenverarbeitung im Allgemeinen basiert eigentlich auf zwei Ebenen. Einerseits ist die feldbasierte Konvertierungen, Transformationen wie Datumsformat oder derige Geschichten oder auch Wertelisten-Mapping. Und dann gibt es die strukturelle Transformation von Daten, die dann je nachdem mit DAXweit konfiguriert werden oder auf der Datenbank vorgenommen wird. Die Datenbank ist einerseits beinhaltet die ganzen Konfigurationen und Einstellungen, aber auch die austauschten Daten, die über die Schnittstelle austauscht worden sind, werden in dieser Datenbank gespeichert und stehen für spätere Schnittstellenausführungen dann auch noch zur Verfügung, falls man muss wissen, was im letzten Mal passiert ist. Da haben wir gerade noch eine Frage bekommen. Läuft DAXweit auf dem Abacus-Server? Das kann man machen. Wir haben das an vielen Orten so. Es ist so, dass DAXweit als Mindestdatenbank braucht sie eine MS SQL Server Express Edition. Die Express Edition hat Limitationen, was Prozessorbenutzung, also die Anzahl Cores, ist auf einen limitiert. Und das Memory, das sie nennt, RAM, ist auch limitiert. Von dort her geht es in den meisten Fällen relativ gut.
gleichzeitig auf dem Abacus-Server. Es ist aber schon so, dass es Abacus-System gibt oder Server, wo das Abacus mehr oder weniger sämtliche Ressourcen schon mal genommen hat. Und dann müsste man schauen, ob es sinnvoll ist, das auf dem gleichen Server zu installieren. Aber möglich, also man hat es an vielen Orten so im Einsatz und es läuft. Okay. Möglich, aber kein Muss. Ja. Genau. Okay. Danke. Gut. Da möchte ich jetzt zeigen, jetzt, aber die Vorteile, die man hat, wenn man die Daten, die wir zwischen den Systemen hin und her schicken, wenn wir die abspeichern und vorhalten für spätere Schnittstellen läuft. Das ist einerseits einmal, brauchen wir das viel Veränderungsabgleich, weil wir bei vielen Systemanbindungen nicht die Möglichkeit haben, zu sagen, gib mir sämtliche Adressen, wo sie gestern um 9 Uhr eine Änderung erfahren hat. Und dann können wir nur die über und könnten die ins Zielsystem schicken. Vielfach können wir einfach einen Adressexport über. Und wenn wir jetzt aufs Zielsystem nur wenn geänderte schicken, müssen wir eben wissen, was haben wir gestern genau geschickt, was haben wir heute bekommen. Und dann machen wir auf der Datenbank in der Axweit einen Abgleich von diesen Änderungen und schicken dann nur die geänderten Adressen ans Zielsystem. Das Weitere ist für Problemanalysen, Logging, wenn man irgendwie jetzt auf dem Zielsystem irgendwie falsche Daten drin hat, wenn man muss analysieren, was passiert ist, kann man das in der Axweit anschauen, was in den letzten Schnittstellenläufen hin und her gegangen ist. Das ist so etwas, was wir eigentlich an vielen Orten brauchen, dass wir die Daten vorhalten für eine gewisse Zeit, für spätere Verwendungen und Analysen. Datenverarbeitungslogik, das ist, wir haben einfach auch gemerkt bei Schnittstellen, das ist, vielfach sind es nicht nur einfach Daten, wo man ein bisschen Daten kann transformieren und sagen, ja gut, das Feld heisst da ein bisschen anders, oder es ist ein bisschen von der Struktur her ein bisschen anders. Vielfach braucht es eine gewisse Logik, es braucht gewisse Bedingungen, wo man kann Entscheidungen treffen kann. Manchmal muss man sagen, ja, wenn in dem Feld das steht, dann gehen wir einen anderen Weg, wenn in dem Feld das steht. Man muss Filterungen machen. Als Beispiel jetzt gerade im Abacus mit Zeitachsen. Da gibt es manchmal ein bisschen kompliziertere Bedingungen, wie man die richtige Zeitachse bestimmt. Das kann sein, dass man die aktuelle nimmt. Es kann aber auch sein, dass man die aktuelle plus die zukünftige will haben. Und da braucht es eine Logik, die wir jetzt können anbieten können, indem dass wir das in der Datenbank eigentlich dann können, nachgängig filtern, Entscheidungen treffen über Store Procedures auf der Datenbank und dann mehr oder weniger auch eine Programmlogik können einbauen, falls das notwendig ist. Im einfachen Fall braucht es natürlich nicht, da kann man alles konfigurieren über Taxweit. In komplexeren Fällen braucht es dann aber eine gewisse Logik auf der Datenbank, die eben Entscheidungen trifft und vielleicht auch ein kompliziertere strukturelle Transformationen macht. Gut, dann hätte ich gar noch ein paar Fragen, wenn wir gerade so das, ich sage jetzt mal, die Architektur wollen abrunden. Die erste Frage war, ob das eine Eigenentwicklung ist von uns? Das ist es, ja. Es ist ja so, dass es ein bisschen weiterentwickelt ist und losgelöst worden ist vom Provis. Also Provis ist unser Produkt für das, ist das Projektmanagementsystem für die Baubranche, ein ERP auch ein bisschen für die Baubranche. Und dort haben wir relativ umfangreiche Schnittstellenmodule dazu gehabt. Und nachdem hat man gemerkt, dass man das in anderen Bereichen auch brauchen und hätten das losgelöst eigentlich aus Provis raus. Aber alles, was Taxweit heute ausmacht, ist von Provis in dem Sinn entwickelt worden. Ja. Das knüpft gerade ein bisschen die nächste Frage an. Können Schnittstellen auch unabhängig von Abacus gebraucht werden? Das können sie absolut. Abacus ist einfach eine Anbindung, wo, weil wir ein bisschen Abacus-affin sind, haben wir das auch relativ neu angebunden über die Webservice, die Soap-Webservice, die Abacus anbietet. Aber ist natürlich kein Muss, dass man da Abacus dabei hat. Man kann sämtliche andere Systeme irgendwie miteinander verbinden, vor allem alles, was über dateibasierte und, Schnittstellen geht und REST-Service-Schnittstellen geht, können wir mit weniger alle Systeme anbinden.
Also das heisst, wir können wirklich, egal von wo nach wo, es ist egal, ob das Abacus ist oder nicht, oder etwas anderes, das können wir, sind wir eigentlich völlig frei, oder? Genau, absolut. Okay. Gut, dann noch die zwei letzten. Wo steht am besten der Server? Bei der Accept-App oder beim Kunden? Der steht beim Kunden am besten, ganz klar. Es ist, jetzt, wenn Abacus im Spiel ist, dann nachher müssen wir sowieso können auf die Webservice von Abacus zugreifen. Das ist vielfach vielleicht nur intern möglich oder je nachdem, es kommt sich darauf an. Aber der einfachste Fall ist sicher, wenn Taxi beim Kunden läuft. Weil die einfach Zugriff braucht auch auf alle Systeme, die an der Schnittstelle beteiligt sind und das meistens einfacher in der Kundeninfrastruktur zu integrieren ist, als jetzt bei uns zum Beispiel als gehosteter Service. Danke vielmals. So, noch die letzte Frage. Sicherheit, auch immer ein Thema. Security begleitet uns natürlich auch. Wie tun wir dort die Security bei der Datenübermittlung sicherstellen? Im Moment haben wir für die Übermittlung keine Verschlüsselung, wenn es auf File-basierter Übermittlung passiert. Also wenn wir eine Datei schreiben auf das Dateisystem, dann ist das dort klar drin, was wir exportiert haben. Was ist, dass Daxit selber einen Passwortschutz hat, weil man jetzt gerade im Abacus-Umfeld über Daxit eigentlich dann könnte mit dem richtigen Schnittstellenbenutzer auf sämtliche Daten, Lohndaten oder was auch immer zugreifen. Dort gibt es schon Schutzmechanismen. Passwörter werden auch alles verschlüsselt gespeichert, aber die Übermittlung selber aufs Dateisystem ist im Moment noch nicht verschlüsselt. Vor allem auch dem geschuldet, dass das Zielsystem dann das auch müsste können entschlüsseln und man da noch müsste irgendwie ein System einführen mit einem gemeinsamen Algorithmus und einem Schlüsseltausch, wo durchaus möglich wäre, falls die Anforderung mal konkret würde. Wenn man kommt. Wenn man jetzt aber über beispielsweise mit einem Webdienst, Web-SaaS-Lösung kommuniziert, wie ist es dort? Dann ist das über SSL, HTTPS im Normalfall natürlich verschlüsselt und auch die ganzen Authentifizierungsmechanismen für Webservice, für RESTful-Service werden unterstützt. Dort passiert nachher der Datenaustausch schon verschlüsselt über SSL, ja. Also kann man sagen, wir dort so die gängigen Standards, die sind alle implementiert. Gut. Danke vielmals. Okay. Ich würde sagen, wir gehen jetzt zum Beispiel mit den Migrationen. Ist das? Mhm. Haben wir ja da noch vielleicht etwas. Noch etwas kurz, was ich einfach noch sagen wollte, was man einfach auch muss, was auch noch ein Vorteil von Daxwit ist, ist, dass durch die Datenbank mehrere Daten von mehreren Systemen können bezogen werden und die nachher miteinander verbunden werden und als Zielsystem gegeben werden. Das ist also teilweise schon eine Anforderung, dass man vielleicht aus zwei Systemen oder aus zwei Bereichen vom System Daten in die Daxwit importiert, die nachher miteinander zusammenführt, verknüpft und dann so als Zielsystem schickt. Gut, dann haben wir da so ein Beispiel mit einem Use Case dazu. Migrationsbeispiel ist halt auch, Migrationen sind auch immer ein Thema und Daxi bietet sich aber auch an für Migrationen, das aus mehreren Gründen. Ein Grund ist der, dass, weil eine Migration eine einmalige Sache ist, sucht man manchmal vielleicht noch eine ideale Lösung zwischen automatisiert, Daten austauschen, möglichst hoch automatisiert, aber man will gleich den Aufwand dann irgendwo im Rahmen behalten und zeigt sich dann manchmal vielleicht auch nicht gut, irgendwo einen manuellen Eingriff liegt vielleicht auch noch drin. Und das bietet sich natürlich dann an, bei einer Migration, dass man mal Daten in Daxwit importiert, alles, und dort allenfalls über SQL auf der Datenbank oder wie auch immer, dann noch manuell kann einen Eingriff machen und dann die weiterleitet als Zielsystem. Und für andere Fälle gibt es, dass das Migration dann ein schleifender Prozess ist und man auch dort dann muss Änderungen wieder können weitergeben können, wenn auf dem alten System noch geschaffen wird, aber auf dem neuen wird auch schon alles eingerichtet und
konfiguriert, dann gibt es manchmal ein bisschen Zeit, wo man dauernd ein bisschen Daten nachmigrieren muss, sage ich mal, bis dann das neue System wirklich produktiv ist. Das wäre dann, wenn man statt eine Big Bang-Migration eigentlich so einen schleifenden Prozess machen würde. Genau. Also kann man eigentlich sagen, das wäre dann die nächste Folie, das wäre die Alternative zum Big Bang. Das genau. Das ist dann auch so der Use Case, so wie man jetzt hier sieht, das ist, einerseits wird es für Migrationen gebraucht, auch für größere Migrationen haben wir das schon so gebraucht, aber das ist eigentlich auch mehr oder weniger das Gleiche, wenn man einfach einen Abgleich will haben von zwei Systemen für irgendwelche Daten mit einer, ich sage dann mal in dem Sinne, mit einer normalen Änderungsbelieferung vom einen System als andere. Aber jetzt in dem Fall da mit Migration ist das wirklich am Anfang vielfach nicht klar gewesen, dass wir das dann braucht hätten, aber gemerkt während der Migration, dass halt eben über einen gewissen Zeitraum weiterhin gewisse Änderungen können migriert werden. Also kann man TaxFit als automatisiertes Tool brauchen, das dafür sorgt, dass das System vom Daten vom alten System immer schön auch nachgespielt werden aufs Neue, also in dem Fall beispielsweise vom alten ERP aufs Abacus, wo man sich eigentlich nicht darum muss kümmern, was habe ich wann jetzt noch erfasst, sondern man kann einfach normal im alten System weiterarbeiten, als ob nichts gewesen wäre und es ist alles sichergestellt, dass es im Abacus läuft. Genau, ja. Cool. Gut, da sind jetzt gerade noch ein paar Fragen gekommen. Können Daten auch bidirektional austauscht werden? Wenn ja, mit automatisiertem Zeitplan. Bidirektional in dem Sinn, nein. Also es ist, grundsätzlich ist eine Schnittstelle in die Richtung immer nur in eine Richtung eingerichtet. Man kann natürlich zwei Schnittstellen einrichten und dann die erste laufen und sagen, die erste Schnittstelle liefert Daten von A nach B. Und die Schnittstelle sagt nachher, man kann in der Axis so Verkettungen machen von Schnittstellenläufen und sagt nachher, anschliessend führst du noch die zweite Schnittstelle aus, die dann eben Daten von B nach A übermittelt. Bei Webservice, Restservice, haben wir Themen, wo man eigentlich in dem Sinn am Request Daten mitgibt und die Response-Daten wieder auswerten. Das ist dann so ein bisschen eine bidirektionale Schnittstelle, dass man mehr oder weniger Daten nach und her schickt und dann im Response, also zum Beispiel sagt, tun wir einen Benutzer anlegen mit dem und dem Namen und im Response kommt man nachher den Benutzer über mit der Benutzernummer und was auch immer dazu gehört. Und dort gibt es die Möglichkeit, dass man bidirektionale Schnittstellen hat. Aber das ist im Moment beschränkt auf Webservices. Okay. Also das heisst, bidirektional ist einfach, wenn es nacheinander funktioniert, kein Problem oder zeitgesteuert geht auch. Es ist einfach, eine Schnittstelle geht in eine Richtung, aber man könnte mehrere Schnittstellen in beliebige Richtungen machen. Genau. Okay. Gut, danke vielmals, Reto. Ich glaube, jetzt kommen wir noch zu dem Thema. Ja, können wir machen. Wollen Sie auch noch heute zeigen, wie das Schmuckstück aussieht? Gut, ich zeige jetzt, also da, was die deren ersten Ansicht, die wir hier haben, sieht man die eingerichteten Schnittstellen, die wir hier haben. Und das ist jetzt, das sind drei Schnittstellen, die eingerichtet sind, die wir hier haben, die aber eigentlich eine Schnittstelle ausmachen. Also wenn man einen Schnittstellenlauf, wo jetzt hier in dem Fall Adressen migriert, das ist der Fall, den wir vorher angeschaut haben, der Fall braucht drei Schnittstellen. Ich zeige jetzt zuerst mal ganz rudimentär ein bisschen da die Basisfunktionen von der AXWIT. Wir haben die Schnittstelle, die wir hier sehen, und haben hier dann das sogenannte Feldmapping. Da sehen wir, wie man die Datenstruktur wird da importiert und da kann man noch zuweisen, woher die Daten in der Datenbank gehen. Wie ich schon gesagt habe, bei einem Import, also TaxFit funktioniert so, dass bei einem Import immer Daten in der AXWIT-Datenbank landen und bei einem Export
wird es von der Datenbank bezogen und als Zielsystem geschickt. Das heisst, eine Schnittstelle zwischen zwei Systemen ist in der DAX-Suite sind das immer zwei Schnittstellen. Eine, die Daten holt und die andere, die Daten dann schickt. Wenn man eine neue Schnittstelle macht, dann kann man, ich habe jetzt das Beispiel hier gemacht mit der Adressmigration. Da haben wir einerseits, jetzt kommen wir vom alten System, sage ich, oder vom parallelen System, das man betreibt, kommen wir Adressen. Ich habe jetzt da mal ein JSON ausgesucht. Das ist jetzt relativ einfach gehalten, aber grundsätzlich zeigt es relativ gut, wie die AXIP funktioniert. Da haben wir jetzt drei Adressen. Das ist die Initiallieferung. Vom anderen System können wir drei Adressen über. In Datenwahrheit wäre es natürlich mehr, aber gerade zum Zeigen ist das lange das Führung. Wir haben die drei Adressen im JSON. Jetzt kann ich in der AXIP, wenn ich sie noch finde, in der AXIP sagen, jawohl, ich mache eine neue Schnittstelle, gebe der einen Namen, sage da, ich mache einen neuen Adapter. Der Adapter ist dann eben eigentlich die Struktur der Daten. Sage da, jawohl, ich will Daten importieren. Sage da, jawohl, ich will das Format JSON. Sage, aha, ich schreibe da in die Tabelle externe Adressen. Dann sage ich, importiere Struktur. Jetzt habe ich da ein Beispiel bekommen von dem JSON, wie es dann wird herkommen. Ich kann das einlesen. Jetzt kommt dort Struktur rein. Ich sehe das JSON, was das für Struktur hat. Sehe, das ist das Listenelement. Da hat er so gemerkt, aus dem JSON raus, dass da eine Liste von Adressen kommt. Und jetzt kann ich da Zuweisung machen, weil ich da die Tabellen in der Datenbank ausgewählt habe, kann ich die Zuweisung machen und sagen, jawohl, das Feld aus dem JSON, wo Number heisst, kommt da in der Tabelle Number. Das heisst jetzt natürlich nicht zufälligerweise gleich, weil ich habe die Tabellen erfasst und dann mehr oder weniger den Spalten in der Tabelle die gleichen Namen gegeben, wie Properties im JSON heissen. Grundsätzlich ist das schon alles gesehen. Dann kann ich hier einen Test machen, sagen ausführen, das JSON auswerten, sehe ich, was der da würde importieren jetzt in die Tabelle. Das ist einfach so ganz einfach mal zeigend, wie eine Schnittstelle eingerichtet werden kann in den einfacheren Fällen. Wenn ich jetzt auf die Adresse Import-Schnittstelle gehe, sehe ich da, die ist jetzt da fertig eingerichtet, das ist genau die. Da hinten gibt es Nebenmöglichkeiten zum Feldtransformationen machen, wie Datumsformat und so weiter. Gut. Die importiert jetzt die Daten. Dann sage ich der Schnittstelle anschliessend, soll sie die Schnittstelle ausführen. Ich kann jetzt auch sagen, Adressen erstellen ausführen nachher. Adressen erstellen schreibt jetzt die Adresse, die wir bekommen haben, ins Abacus. Und das passiert über den Abacus-Webservice, der hier eingerichtet ist mit einem Abacus-Benutzer. Und da kann ich jetzt, sehe ich die Struktur vom Webservice auf der linken Seite in dem Baum rein und kann jetzt da wieder sagen, er soll aus der Tabelle das Feld im Webservice in diese Property schreiben. Hier oben ist noch eine spezielle Geschichte. Da habe ich, kann ich angeben im Abacus, ob das eine neue Adresse ist oder ob er eine bestehende soll updaten. Und das ist nachher ein bisschen entscheidend, wenn man eben Änderungslieferungen macht oder in einer Migration immer wieder neu migriert, dann muss DAXWITE eben wissen, ob etwas schon im Abacus angelegt worden ist oder nicht. Und das passiert nachher über die dritte Schnittstelle. Die holt nachher aus Abacus raus die neu erstellten Adressen und kommt durch das die neue Adressnummern über und kann nachher die neue Adresse plus die Adressnummer vom alten System, wo wir in ein Userfeld geschrieben haben, kann nachher die beiden wiederum in eine Tabelle speichern und weiss dann Zuweisungen von der alten Adressnummer zu den neuen Adressnummern. Wenn ich jetzt das ausführe, jetzt habe ich sie, glaube ich, zugemacht, wenn falsche Fenster verwischt. Wenn ich jetzt die Schnittstelle ausführe, führt die zweite nachher aus und die zweite führt die dritte aus. Kann ich mal machen. Muss jetzt die Datei auswählen. Sage ich da Initial.
Jetzt sehe ich hier überall Verarbeitung. Okay, ich habe das Protokoll, wo ich sehe, was austauscht worden ist. Jetzt sehe ich hier, eingelesen haben wir 3 Adressen in dem Schnittstellenlauf. Ich kann hier schauen, sehe, der hat das und das, die 3 Adressen ins Abacus hier geschrieben. Ich sehe hier den Status vom Abacus, okay. Und sehe, ich habe 3-mal Insert ausgeführt. Das heisst, ich habe 3 neue Adressen angelegt im Abacus und habe noch die neue Adresse geholt. Und kann hier schauen und sehe die neuen Abacus-Nummern hier. Das ist 237, 238, 239, 240. Also das war noch eine alte drin, die ich jetzt ausgeführt habe. Sind die unter 238, 239, 240. Und sehe hier die Zuweisung zu diesen Nummern. Und wenn ich jetzt neu nochmal etwas ausführen mit einer Änderungsbelieferung, dann müsste ich den, weil ich es schon existiert im Abacus, dann bin ich nicht. Und bei denen, die existiert, schickt er ein Update. Und bei denen, die noch nicht existiert, schickt er ein Insert für, dass die dann angelegt werden. Super. Danke. Ja, das so also als ganz kurzer Einblick, wie Taxweit jemand konfiguriert und eingerichtet werden. Genau, da sind natürlich noch ganz viele verschiedene Varianten und Möglichkeiten, die man natürlich nicht in so einem kurzen Webinar kann zeigen kann. Aber ich denke, für den ersten Einblick ist das super. Falls ihr sonst Fragen habt, auch wenn es um das Thema Machbarkeit geht, sind wir natürlich jederzeit da. Da könnt ihr euch selbstverständlich einfach bei uns melden. Da kommen wir gerne in einem Gespräch miteinander anschauen. Es sind noch 2 Fragen reingekommen, die ich noch ganz kurz möchte beantworten. Die eine ist, dass man Abacus immer als Zielsystem genannt hat, ob es auch als Quellsystem kann funktionieren. Das Abacus kann Ziel- und Quellsystem sein. Es können aber auch Schnittstellen umgesetzt werden, die komplett ohne Abacus-Zusammenhang sind, beispielsweise Provis mit SAP oder Provis mit Navision. Da sind wir grundsätzlich offen. Wir sind natürlich einfach ziemlich Abacus-nah. Dann noch eine kurze Frage zum Lizenzmodell. Ja, wir haben das Lizenzmodell. Das kann man im Detail noch anschauen. Grundsätzlich ist es so, dass man pro Systemverbindung, also von System A nach System B oder umgekehrt, jeweils eine Lizenz muss lösen. Und das basiert auf einer Subscription, also auf einer jährlichen Fee. Gut, an dieser Stelle, Reto, danke vielmals für die Ausführungen. Danke vielmals auch für die grandiose Demo. Noch kurz, bevor wir das Webinar schliessen, möchten wir noch auf die folgenden Webinar und auf die Webinarreihe Digitale Innovation im Facility Management hinweisen. Wir haben da verschiedene Webinare zu verschiedenen Themen, wie Abbau von Achsbau, Digitalisierung von Rechnungen, Prozessoptimierung mit Workflow und Automatisierung in Provis oder auch an IMO von AXIMO hinweisen. Spannende Webinar, die als nächstes folgen, im Februar und im März. Und dann haben wir noch Spezialreihe von Februar bis März, wo es ums Facility Management geht, mit verschiedenen Themen. Alle Informationen zu dem findet ihr bei uns im Veranstaltungskalender. Sind natürlich kostenlos und dürft euch jederzeit anmelden. Wie gesagt, wenn noch Fragen sind, dürft ihr euch auch direkt bei mir melden. Die würde ich auch gerne per E-Mail oder auch per Telefonat auch beantworten. Ich möchte an dieser Stelle allen danken für die Teilnahme, danken für eure Zeit, die ihr euch genommen habt. Ich würde uns freuen, wenn wir euch beim nächsten Webinar oder Online-Fachseminar rund ums Thema AXIT wieder begrüßen dürfen. Danke vielmals und einen schönen Tag. Adieu miteinander.